Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Und demnächst steht die närrische Zeit an, die Faschingszeit. Und da wollten wir uns in unserem Podcast ein wenig Gedanken machen, was im Rahmen der Aufsicht womöglich bei diesen Tagen gesondert zu beachten ist. Mein Name ist Holger Klaus, ich bin Rechtsanwalt und bei mir sitzt meine Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Ja, bald ist wieder Fasching. Das Jahr fängt gerade frisch an und bald ist wieder Fasching. Und was gehört beim Fasching in der Kita dazu? Mir fallen als erstes Pfannkuchen ein. Die haben recht wenig mit den typischen Problemen bei der Aufsichtspflicht zu tun, außer dass sich die Kinder vielleicht so dermaßen überfuttern, dass sie sich das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber uns geht es jetzt natürlich eher... Wobei, da kann ich ja gleich einhaken, ne? Wenn man die Eltern wiederum bittet, doch für das große Verkleiden und für die große Sause wieder Essen mitzubringen, dass man wieder in dieser Problematik drin ist, ja, was ist denn da drin? Klar, die Pfannkuchen, die vom Bäcker gekauft werden, die dürften außer ungesundem, süßem Zeug relativ unbedenklich sein. Aber wenn es dann wiederum in die Salate geht, wenn es dann darum geht, dass irgendwas anderes mitgebracht werden soll. Aber auch das ganze ungesunde Zuckerzeug, ich meine... Könnte natürlich bei manchen Kindern auch gleich zu gewissen Auskreisereien führen. Richtig. Nein, wir wollen eigentlich gar nicht an dem Punkt besonders nachhaken. Es ist nur gerade uns wechselseitig aufgefallen, dass natürlich auch bei den von den Eltern mitzubringenden Lebensmitteln die Erzieher ganz genau darauf achten müssen, was da eigentlich drin ist. Und wenn es dann vor allem um Speisen geht, die gekühlt werden müssen oder die Inhaltsstoffe drin haben, die etwas bedenklich sind, dass man da streng nachfragen muss. Und es gibt ja leider, wir sagen immer wieder leider, aber wir können es nachvollziehen, auch viele Einrichtungen, die sagen, das kommt mir gar nicht mehr ins Haus, ich kann nicht gewährleisten, dass Mama und Papa wirklich das Zeug kühl gelagert haben. Ich kann nicht gewährleisten, ja, dass ich... Bedenklich sind ja heute eigentlich fast alle Zutaten. Ja, aber auch, ne? So ganz praktische Sachen. Ich kann nicht gewährleisten, dass Mama und Papa so schlau waren und wenn sie es mit dem Auto transportiert haben, es nicht auf dem warmen Beifahrersitz mit Sitzheizung drapiert haben oder wenn, ja... Ich weiß es nicht, ich bin nicht so bewandert, was das Ganze angeht mit dem Kochen, aber wenn da mit rohen Eiern womöglich für den Kuchen und die Schlagsahne gearbeitet worden ist, oder dass das alles sauber war. Es ist also ganz kompliziert, aber dieser Punkt soll uns eigentlich gar nicht heute so sehr beschäftigen. Insofern, wir lassen uns gerade ein wenig ablenken. Kommen wir zurück zu dem, was uns sonst so noch einfällt. Genau, Frau Kollegin. Was fällt uns ein? Uns fällt natürlich ein, dass es beim Fasching ums Verkleiden geht. Oh ja. Und dann hat der kleine Cowboy seinen Cowboyhut auf mit langen Kordeln. Die Prinzessin hat ihren Schleier um, der auch lang und wehend ist. Eine Elsa oder Anna? Eine Elsa oder eine Anna? Auch dieses Jahr, es steht zu befürchten. Ja, mein Kollege kennt sich zu gut aus mit Elsas und Annas. Das macht mir ein bisschen Sorge, aber gut. Wie auch immer. Überall lange Kordeln, überall lange wehende Sachen, die also natürlich in sich irgendwie Gefahren bergen. Nämlich die Kinder können hängen bleiben damit, die Kinder können drüber stolpern und ja. Da sind die Probleme vorprogrammiert. Was nämlich, soll man tun? Genau, jetzt haben wir es nämlich das genau. Das, was eigentlich die Verordnungen von Kinderkleidung verhindern wollen, also dass Anoraks mit langen Kordeln verkauft werden, dass womöglich es Verschlüsse gibt, die sich nicht leicht öffnen lassen, dass die natürlich diese Vorschriften höchstwahrscheinlich bei vergleichsweise billigen Kostümen all nicht beachtet worden sind. Das heißt also, als Erzieher hat man wahrscheinlich das Problem, dass man beim toll verkleideten Kind doppelt und dreifach hingucken muss, kann es irgendwo auf den Spielgeräten hängen bleiben? Oder müssen wir da einschreiten? Ist es also sinnvoll, wenn der Cowboyhut unten die Schnur hat, damit man diesen Cowboyhut so total lässig im Nacken tragen kann, wenn man ihn nicht auf dem Kopf behalten mag? Oder müsste man als Erzieher sagen, entweder der Cowboyhut oder die Schnur? Eins von beiden verschwindet. Beziehungsweise entweder Cowboyhut mit Schnur oder Klettergerüst.
Ja, aber das wird man wahrscheinlich in der ganzen Aufregung so nicht überwachen können. Also da haben wir dann ein bisschen unsere Sorgen, ob das dann auch wirklich funktioniert. Die Klettergerüste sind ja nur das eine. Natürlich gibt es auch die Hochebenen in der Kita. Gibt es die Möglichkeiten, dass die Kinder sich dort bei irgendwelchen Streben strangulieren? Gibt es die Möglichkeit, dass die Kinder über lange Schärpen und Kleider, wir haben es gerade gehabt, Elsa und Anders, wechselseitig drüber fliegen? Oder jetzt kommt es, dass Zauberstäbe mit spitzen Kanten mitgebracht werden? Oder was zum Fasching natürlich auch dazu gehört, wenn man die Kita verschönert, dass man Luftballons aufpustet, auch extrem gefährlich mit kleinen Kindern. Ja, ich habe da im Studium so einige Vorlesungen gehört damals. Okay, das war extrem gruselig. Ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber es waren rechtsmedizinische Vorlesungen. Es kommt da also durchaus öfter zu Unfällen mit Kindern und Luftballons. Da sollte man sich also ganz stark überlegen, ob man möchte, dass Kinder Luftballons selber aufpusten oder nicht. Okay, wir werden an dem Punkt nicht weiter. Es geht um das Aufpusten, ja? Es geht um das am Mund haben eines Luftballons, den man dann auch gerne mal einfach einatmet, ja. Okay, an dem Punkt, wir geben das mal so mit. Mich fröstelt das natürlich ein bisschen, aber war mir nicht so bewusst. Spannend. Was haben wir noch? Was haben wir noch in der Kita? Ich denke so an Schminken. Schminken, oh, ja. Auch wenn Schmine, wir uns also schon, allergische Reaktion. Wenn wir uns also schon an unsere nun seit Jahren währende Tätigkeit so zurückerinnern und mitbekommen, welche Kämpfe auf Elternabenden teilweise ausgefochten worden sind, welche Sonnencreme man dann bitte vom welchem Discounter zu benutzen sei oder ob es doch für jedes Kind eine gesonderte Sonnencreme ist. Tja, vor diesem Hintergrund können wir nur sagen, sollte bei Schminken und dem Schminkzeug doppelt und dreifach aufgepasst werden, dass die Eltern nicht nachher völlig freidrehen und sagen, ey, was habt ihr unserem Kind dort an seltsamen Zeugs ins Gesicht geschmiert? Aber da muss man halt auch tatsächlich vorher anfangen zu planen. Also ich meine, man kann sagen, okay, für das Kind wurde die Schminke mitgebracht, damit machen wir dir jetzt einen Schmetterling aufs Gesicht und für das Kind wurde das mitgebracht. Also das ist, bedeutet ein Aufwand, geht den geht gar, ja, das den geht gar nicht. Klar, das geht überhaupt das heißt, nicht. Entweder kommen die Kinder schon von Hause aus geschminkt in die Kita. Als knallharte Ansage. Oder man guckt sich eben dann, wenn man halt kleine, was weiß ich, Schmetterlinge auf den Handrücken malen mag, ein Zeug aus, was zumindest unbedenklich ist und greift nicht gerade zum Grabbeltisch, was unten im Erdgeschoss eines Kaufhauses so gerade dargeboten wird. Also auch darauf sollte man vielleicht ein bisschen Acht geben, weil es kann ja nicht angehen, dass wir, warum auch immer, uns darüber rumstreiten, welche Sonnencreme zu benutzen ist, aber dann beim Fasching auf andere Sachen dann zurückgreifen, wo wir eigentlich wissen, dass das nicht im Interesse der Eltern ist. Ob man es gut findet oder nicht, das steht uns nicht zu. Die Eltern haben nun mal da das Sagen, haben das Erziehungsrecht, Vorrecht, ja. Haben das Vorrecht. Und wenn man weiß, man hat es mit einer Klientel bei Eltern zu tun, die eben auf solche Sachen extrem viel Wert legt, dann wird man auch in dem Bereich etwas aufpassen müssen und entweder die knallharte Ansage machen, die Kinder kommen geschminkt und gut ist, oder sich hinsichtlich der einzusetzenden Schminkmaterialien ein bisschen vorher belesen müssen, was da so en vogue ist und wohl angeblich unbedenklich. Aber ich glaube, wir sollten eher uns über die Kostüme noch unterhalten, weil uns das am meisten Sorgen macht, dass nämlich, wenn die Kostüme an sind, wenn die Kostüme vielleicht ein bisschen sperriger sind. Ich weiß nicht, was da so der große Pappkarton, der bemalt wird, dass man eben auch bedenkt, die Kinder bewegen sich anders. Die Kinder, die sonst 1A mit Essen, mit anderen Gegenständen von A nach B laufen können das womöglich im tollen Kostüm nicht mehr so. Ja, und fliegen auf die Nase,
beziehungsweise, und das ist ja das Dramatische, fliegen nicht nur auf die Nase, sondern mit der Nase entweder irgendwo gegen oder über etwas oder, und das ist das Schlimme, wenn sie etwas in der Hand haben, dann auf diesen Gegenstand rauf. Und da sind wir wieder bei den Scherben. Da sind wir wieder bei den Scherben, genau. Also da kann etwas passieren. Klar, man kann nicht alle Gefahren ausschließen, aber es geht ja darum, dass wir im Rahmen unseres Podcasts immer wieder versuchen, ein bisschen die Sinne zu schärfen. Problembewusstsein, ein schönes Wort. Ich wollte sagen, die Sinne zu schärfen, was es da an Dingen gibt. Es soll nicht Angst machen. Wir können immer wieder nur sagen, prozentual betrachtet kommt am Ende relativ wenig bei uns an in der Kanzlei. Das macht uns immer relativ sicher, dass die Kinder in guten Händen sind, aber natürlich ist jeder Unfall einer zu viel und in dem Rahmen ein bisschen vorher drüber nachdenken, was da kommen könnte und vielleicht auch die Eltern instruieren, dass das, was sie gerade sich so vorstellen, dass mein Kind das am besten verkleidete sein soll, dass das nicht unbedingt... Das mag ja ein guter Ansatz sein. Das mag ein super Ansatz sein, aber was nicht. Die Frage ist, was ist das beste Kostüm? Das beste Kostüm ist vielleicht nicht nur das, was am umfangreichsten ist, sondern vielleicht das, was am kindgerechtesten ist. Ja, aber ich meine, so und kindgerecht Kinder, ist dann eben das, wo die Kinder nicht mit hängen bleiben können oder richtig, wo sie richtig, sich vernünftig richtig, drin bewegen richtig. Können. Also, dass Eltern eben auch etwas mehr Bewusstsein dahingehend bekommen, dass es zwar toll ist, das Kind extrem toll auszustaffieren und es auch mit dem Kind zu entwickeln, aber dass der Tag eines Kindes in der Kita beim Fasching nicht damit endet, dass morgen ein tolles Foto, dass am Morgen ein tolles Foto mit dem Kind gemacht wird, sondern dass das Kind ab der Sekunde 1 und dem Vorstellen des tollen Kleides bei den Freunden und Freundinnen ja ein ganz normaler Tobetag eigentlich mehr oder weniger anfängt und dass die Kostüme auch dementsprechend dort mithalten müssen. Das versuchen wir sowohl den Erziehern als auch Trägern als auch Eltern ein bisschen mit diesem Podcast, aber auch mit unseren sonstigen Veranstaltungen etwas näher zu bringen. Mhm. In dem Sinne, tschüss und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hello und hello. Tschüss.